Hände, ey. Nicht einmal ansatzweise. Ja, genau. Staatsoberhaupt nennt sich das Teufel Elend. Hey, pass auf. Hast du gerade dein Maul aufgemacht? Was wollen Sie hier? Ich will wissen, was Sie hier drin verstecken. Das sind harte Worte. Sie sollten von hier verschwinden, bevor ich Sie noch rausschmeißen muss. Was wollen Sie hier? Ich suche nach entflohenen Sklaven. Mein Fehler, ich muss gehen. Gute Idee. Ihr habt doch gar keine Chance gegen mich. Überhaupt gar keine. Ach, Köder, hau ab. Blöder Hund. Jetzt muss ich mit dem Arschloch mal noch reden da oben. Leroy Walker. Ah, ein Besucher. Willkommen im Tempel der Einheit. Ich werde Sie nicht fragen, wer Sie sind. Im Moment ist mir das egal. Wir sind entflohene Sklaven. Ich brauche Ihr feierliches Versprechen, dass Sie uns nicht an Paradise Falls oder die Sklavenhändler verraten werden. Paradise Falls? Vorher können Sie diesen Ort nicht verlassen. Habe ich also Ihr Wort? Ich schwöre feierlich, dass ich den Tempel der Einheit beschützen werde. Hier, Vogel. Lassen Sie mich los oder ich werde Ihnen Ihre verdammte Kehle durchschlitzen. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nicht hierher gekommen. Lassen Sie mich gehen. Flohende Sklaven beschützen, die machen wohl Witze. Sie sind ja Geld wert. Darüber muss ich nachdenken. Ja, ich muss nachdenken. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind. Bis dahin dürfen Sie sich hier umsehen. Allerdings können wir Sie nicht gehen lassen. Aber wenn ich zum Fenster rausspringe? Sind Sie bereit auf Ihre Loyalität? Nö. Sag, bis dahin dürfen Sie sich... Ich guck mal, schau, ein Fenster. Juhu! Ja. So viel zum Thema, ich kann nicht gehen. Ich kann rausspringen zum Fenster. Die Tür war offen. Alles klar, ist in Ordnung. Der Teufel Elend steht oben am Fenster. Hannibal, Hamlin und Leroy Walker sind tot. Leroy Walker. Leroy Walker. Ach, der Vogel. Leroy. Ja. Lassen Sie mich los, ich werde Ihnen verdammte Kehle durchschlitzen. Ich will nicht mit Ihnen kämpfen. Aber ich würde eher sterben, als zu riskieren, dass uns die Sklavenhändler finden. Welche Sklavenhändler, du Vogel? Ist ein einfaches Versprechen zu viel verlangt? Ja. Irgendwie schon. Sind Sie bereit auf Ihre Loyalität? Entflohene Sklaven beschützen, die machen wohl Witze, sie sind ihr Geld wert. Sie lassen mir keine Wahl. Richtig. Feuer! Wo? Ja, ist in Ordnung. Ich kann mit solchen Affen nichts anfangen. Sind Sie bereit, auf Ihre Loyalität zu schwören? Ja, ich schwöre feierlich und so weiter, bla bla bla, hier. Feierlich. Willkommen im Tempel der... Unser Haus ist Ihr Haus. Ihre Vergangenheit ist Ihre Sache, solange Sie dem gemeinsamen Wohl dienen. Ich habe böses Karma. Als Zeichen unseres Vertrauens. Hier, der Schlüssel fürs Tor. Ich brauche den Schlüssel nicht. Dann waren Sie also mal ein Sklave. Was macht ein Haufen entflohener Sklaven in diesem Loch hier? Wir versuchen, einen sicheren Zufluchtsort für alle entflohenen Sklaven zu erschaffen. Allen, die uns finden, geben wir Lebensmittel, Vorräte und Ratschläge. Warum töten Sie sie nicht einfach und holen sich ihre Sachen? Macht doch jeder. Das ist eine ehrenhafte Sache. Aber kann ich mal was ganz anderes fragen? Warum dürfen Sie nicht hierbleiben? Warum töten Sie sie nicht? Sie kommen hierher und haben nur noch Ihre Würde. Soll ich Ihnen die auch noch abnehmen? Wir werden unsere Urinstinkte unterdrücken und den anderen helfen. Ja, das ist eine ehrenhafte Sache. Was?
Was mit dem Steinkopf? Das ist Abraham Lincoln, der große Emanzipator. Ach. Wir wissen nicht, wie der Kopf hierher gekommen ist. Aber er passt. Oder was meinen Sie? Vom Hannibal zu... Sie waren mal Sklave. Also von Lincoln zu... Sie waren mal Sklave. 23 Jahre lang war ich ein Sklave, seit ich 14 war. Vor 6 Jahren konnte ich meinem Herrn entkommen. Seitdem jagt er mich. Wer? Als ich hier Lincolns Kopf fand, wusste ich, dass dies ein Zeichen für mich war, anderen Sklaven bei der Flucht zu helfen. Mhm. Ich gründete den Tempel der Einheit als sicheren Zufluchtsort für entflohene Sklaven. Okay, mach mich besser auf den Weg. Möge der Geist des großen Lincoln... Ja, genau, der auch noch. Morgen muss ich fit sein. Jetzt kommt er mir vielleicht noch mit, möge der Is mit dir sein. Was los? Leg dich um, ey, wenn es sein muss. Kein Problem mit. Du Haufen Lagerraum. Ich mag die irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie nicht. Sklaven. Genauso bescheuert wie die anderen. Ach, guck mal an. Guten Tag. Na, Opa. Ich heiße Bill. Bill Stewart. Sehr erfreut. Stewart. Was ist mit dem Steinkopf? Hannibal hat ihn gefunden. Er will ihn wieder aufsetzen. Dann waren sie auch mal so, was für eine Müllhalde? Warum gehen sie nicht, bevor die Sklavenhändler kommen? Ach, dieser Ort ist himmlisch. Ach, ein kleines Stück Himmel im Ödland. Alle Sklaven, die bis hierher kommen, sind frei. Einfach so. Außerdem hat Mr. Hannibal einen Plan. Er will, dass alle im Paradies leben. Nicht nur wir hier. Da waren Sie auch mal Sklave? Ja, ich war mein ganzes Leben lang Sklave. Eines Tages habe ich die Tochter meines Herrn getötet. Ich schwöre, es war ein Unfall. Ich bin weggelaufen. Sie hätten mir nie geglaubt. Hannibal hat mich gefunden. Ohne ihn hätte ich es nie geschafft. Du bist ein Mörder, alles klar. Was machen Sie hier? Ich helfe hier und da aus, wo Mr. Hannibal ebenso Hilfe benötigt. Ich kümmere mich um die Tiere, koche unsere Mahlzeiten, mache sauber, sowas eben. Bisschen Kaffee. Nun, ich habe genug gehört. Jawohl! Die Brahmine. Was fressen die eigentlich hier? Schutt? Zement? Staub? Dreck? Asche? Du kümmerst dich um die Tiere. Er rächt die Fliesen. Alles klar. Nein, ist das übel. Das musste da mal einer. Das musste dir geben, Alter. Ja, der rächt jetzt die Fliesen. Ich bin der Rächer der Fliesen. Ach, guck mal, neues Gesicht. Sie sind neu hier. Ich bin Caleb. Wenn Sie eine Weile hier sind, könnten Sie mir helfen. Was ist mit dem... Was ist das für ein Steinkopf? Der Steinkopf stammt von der Statue Abraham Lincolns. Hannibal möchte, dass ich ihn wieder auf die Statue im Denkmal setze. Dann waren Sie auch mal ein Sklave. Ja, vor langer Zeit war ich Sklave. Ich glaube, vor etwa 8 Jahren. 3 von uns sind nachts geflohen. Sie haben Liesel und John geschnappt. Ich habe es ins Ödland geschafft. Liesel? Zunächst haben mich Raiders aufgenommen. Als ich von diesem Ort hörte, wusste ich, dass ich herkommen musste. Ja, die Liesel. Ja, leck mich doch am Arsch, du. Warum bleiben Sie hier? Warum fliehen Sie nicht? Wohin? Wir sind die einzige Hoffnung für flüchtige Sklaven aus allen Himmelsrichtungen. Ach. Rivet City und die Zitadelle kümmern sich nicht um Sklaven. Die Leute schauen weg. Wir sind die Einzigen, die sich Paradise Falls und der Sklaverei entgegenstellen. Scheint irgendwie noch nicht ganz angekommen, dass die Paradise Falls gibt es nicht mehr. Die Sklaven am Monument, die Sklavenhändler am Monument gibt es nicht mehr. Was machen Sie hier? Mein früherer Herr hat mir das Maurerhandwerk beigebracht. Ich repariere Bauten. Sieht aber nicht danach aus. Eines Tages hoffe ich, Lincolns Kopf wieder auf die Statue im Denkmal setzen zu können. Aha, ich muss jetzt los. Oh.
Ach nee, das ist ja, das ist das Ding. Hannibal. Hannibal Lecter? Wir sind für jede Hilfe dankbar, die wir kriegen können. Ich hab keine Ahnung. Ah, unsere neue Schwester, komm. Vogel. Danke. Vielleicht sollte ich mal unter Aufgabe gucken und schauen. Nein, da Aufgabe. Staatsoberhaupt. Habe ich gar nicht drin. Staatsoberhaupt. Hilfe für die Ausgestoßenen. Die Basis der Ausgestoßenen finden und betreten. Die haben wir doch, glaube ich, schon betreten. Die Suche geht weiter. Brian Wilkes. Ödland Überlebenshandbuch. Optimal die wahre Geschichte von River City erfahren. Wissen wir doch schon, kennen wir doch schon. Zum Morgen zurückkehren. Hilfe für die Ausgestoßenen. Ich hätte da jetzt ganz große Lust, da mal so eine kleine Lügengeschichte zu erzählen. Wie sieht's denn aus, Moira? Ach, ich bin am Arsch der Welt. Ich komme ja nicht raus. Was? Wo? Er läuft hier mit dem Hämmerchen durch die Gegend. Und, ja, genau. Wo denn die Alte eigentlich? Das Häufchen Elend. Calebs Heim. Gibt es irgendwelche neuen Hinweise auf das Lincoln Memorial? Caleb kämpft immer noch mit der Übersetzung. Ich habe nur das, was ich ihm bereits gegeben habe. Es könnte aber noch was im Museum sein. Für 3 bis maximal 4 Tage dauern. Simone und ich werden bald auf die Jagd gehen. Wahrscheinlich morgen. Ja? Hannibal sagt, sie sind auf unserer Seite. Mein Name ist Alejandra. Hier, Steinkopf. Er ist der große Emanzipator. Mehr als 100 Jahre vor dem Fall der Bomben hat er alle Sklaven befreit. Hannibal möchte sein Denkmal zu einem Symbol der Hoffnung und der Freiheit für alle Sklaven machen. Aua. Muss doch wehtun. Dann waren Sie mal ein Sklave. Warum verstecken Sie sich hier? Wir sind alle Flüchtlinge. Hannibal will dies zu einem Ort für entflohene Sklaven machen. Aber hier ist zu wenig Platz. Wieso ist doch genug Platz? Nicht doch Matratzen aus, oder? Dann waren Sie mal ein Sklave. Ja, 4 Jahre lang war ich Sklavin. Ich war jung und gut aussehend. Ich brauche wohl nicht zu sagen, worin meine Pflichten bestanden. Er mochte mich und hat mich unterrichtet. Ich lernte lesen, Geschichte, Mathematik und sogar ein wenig Wissenschaft. Als mein Herr heiratete, bestand seine Frau darauf, mich zu verkaufen. Hannibal hat mich gekauft und befreit. Er hat dich gekauft. Was machen Sie hier? Ich bin Historiker. Außerdem bastle ich an Vorkriegsmaschinen herum. Mein Traum ist es, einen Altar für den großen Abraham Lincoln. Ja, genau. So groß war der Typ gar nicht. Der war nur 1,80 groß. Passen Sie auf sich auf. Ja. Ich geh schauen, das geht nicht. Kann man nicht machen. Guten Tag. Blöder Hund, blöder. Und es war ein Stuhl. Hallo. Was darf denn sein? Nenn mich ja nicht Schwester, sonst dreh ich dir die Gockel um. Möge. Was kann ich für Sie tun? Müllhalde. Ja. Mit wem haben wir noch nicht gequatscht? Wo ist denn eigentlich die alte Schabracke? Ich hab sie doch nicht umgelegt, oder? Kann das sein? Habe ich die echt umgelegt? Hallo. Simons. Ach, guck mal an, da ist die alte Schabracke. Hallo. Cameron. Sie sehen nicht gerade so aus, als hätten Sie viel drauf. Sie laufen doch sicher schon vor den Red-Kakerlaken davon. Ich bin Simone Cameron. Verarschen Sie mich nicht. Hannibal sagt, dass ich Sie nicht erschießen darf. Aber ich traue Ihnen nicht. Haben Sie keine Angst, dass die Sklavenhändler Sie finden können? Dieser Ort ist der Tod aller Sklavenhändler. Eines Tages vielleicht,
Der Tod der Sklaverei. Hannibal hat einen Plan. Momentan sind wir zu wenige. Aber eines Tages werden wir genug Leute sein, um es mit ihnen aufnehmen zu können. Natürlich. Sie waren auch mal Sklave, sie war kein Sklave. Ich war nicht lange in Gefangenschaft. Ich und meine Söldnergruppe wurden von Sklavenhändlern gefangen genommen. Ist aber 7 Monate lang habe ich mich wie ein Schoßhündchen unterworfen. Als ich meine Chance sah, habe ich sie genutzt. Echt? Ich konnte nirgendwo hin. Hannibal hat sich um mich gekümmert. Meine Vergangenheit war ihm immer egal. Ist komisch, wir sind im Perseus Falls Ein- und Ausgange. Wir haben danach, wie heißt der Vogel doch gleich nochmal? Wie heißt der, dieser Oberkacklaus von, wie hieß der doch gleich nochmal? Dieser Oberanführer von den Sklavenhändlern. Das Lebenslicht ausgeblasen, haben die Kinder befreit. Was machen Sie hier? Ich erschieße neugierige Leute. Echt? Was zur Hölle glauben Sie, was ich hier mache? Ich beschütze diesen Ort. Das ist aber schön für dich. Ich muss jetzt los. Lassen Sie sich von mir nicht abhalten. Hannibal ist tot. Dieses dumme Gelaber von Abraham Lincoln, das geht mir so am... Ja. Warum kann ich die eigentlich nicht umlegen? Warum darf ich die nicht töten? Hallo. Ich würde sie gern töten. Gar nicht gesehen. Das passiert mir, wenn ich nachdenke. Passen. Da fragt sich meine eine. Schade. Ach, da ist er ja. Wie laufen Ihre Studien? Ich habe etwas über Abraham Lincoln gelesen. Er war ein großer Mann. Ein sehr großer Mann. Hallo. So groß war der gar nicht. Morgen. Ja, wird's was geben. Auf die Löffel zum Beispiel. Wo gehen wir hin? Wo können wir hin? Friendship Hates waren wir schon. Chevy Chase Nord. Technisches Museum. Das Museum, das Geschichtsmuseum. Ich will nicht zur Zitadelle. Ich mag da nicht die Mason District South. Credit. Super Duper Mart. Metro Station Farragut. Wie heißt das Ding doch gleich? Fairfax Ruinen, Fort Independent. Andale. Nuka-Cola-Werk. Ausgestoßenen bla bla bla. Ruinen von Bethesda. Kairo. Keine Ahnung. Metrostation. Von der Metrostation dann auf ist es nicht. Das ist ein Schatz, oder? Sind nur noch freien Himmel und können nicht schnell reisen. Sehr witzig.